Mandy S., wir dürfen ihren vollen Namen aus juristischen Gründen nicht nennen, hilft dem NSU-Trio Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos 1998 in Chemnitz beim Abtauchen in den Untergrund. Sie lebt danach eine Zeit lang mitten in Franken, hier in Büchenbach im Landkreis Roth, neben dem Schützenhaus. Die war ab und zu mal da, angeblich. Ne, gut, kann man immer recht viel nachvollziehen. Aber da hat er mal ein paar Mal Probeschießen gemacht und da war die halt dann auch wieder weg dann. Ne? Im Ort kursiert das Gerücht, dass auch Beate Zschäpe bei solchen Trainingsabenden dabei gewesen sein soll. Zweimal fragt die Polizei beim Verein nach. Der Schützenmeister erinnert sich kaum an die Frauen. Dann haben die vor, das, was ich mal gesehen habe von Ihnen, von der Kollegin, das kommt irgendwie bekannt vor, aber so. Das ist schon zu lang her. Erinnerungen verblassen mit den Jahren. Mandy S. lebt ab Sommer 2002 bis März 2003 in Büchenbach. Zu einem Zeitpunkt, als der NSU bereits 4 Morde begangen haben soll. 2 davon in Nürnberg. Ich selber meine, ich habe das auch in den Untersuchungsausschüssen gesagt, dass es irgendwelche Mitwisser und Mittäter in Nürnberg oder der Region geben muss. Das ist bei den Ermittlungen bisher nicht verifiziert worden. Aber dass man an die Tatörtlichkeiten, die macht, findet nicht jemand, der einfach mal zufällig durch Nürnberg fährt. Mandy S. gibt den gefälschten Ausweis eines Nürnberger Tennisclubs und ihre Krankenkassenkarte an Beate Zschäpe weiter, damit diese unerkannt zum Arzt gehen kann. Außerdem unterhält sie enge Kontakte zu fränkischen Neonazis. Das belegen Ermittlungen des Verfassungsschutzes, die das Rechercheteam von BR und Nürnberger Nachrichten einsehen konnte. Bei ihrer Vernehmung als Zeugin im NSU-Prozess spielt Mandy S. ihre Rolle herunter. Alles, was wir aber wissen aus den Ermittlungen, ist, dass sie sehr wohl aktiv war, dass sie eine der aktivsten Frauen in Sachsen gewesen ist, dass sie selbst, als sie dann in Franken war, versucht hat, dort auch Strukturen aufzubauen. Mandy S. ist für uns nicht zu sprechen. Ihr Anwalt will nicht vor die Kamera. Er weist aber den Vorwurf zurück, Mandy S. habe das Terrortrio bewusst unterstützt und wundert sich, warum das Verfahren nicht schon längst eingestellt worden sei. Damit rechnet auch die Gegenseite. Wir gehen davon aus, dass die Ermittlungen, wenn hier das Urteil gesprochen ist, eingestellt werden. Man hält das Verfahren jetzt noch offen, um eigentlich uns als Nebenklagevertreter zu vertrösten. Die Bundesanwaltschaft teilt uns mit. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen 9 namentlich bekannte Beschuldigte wegen des Verdachts der Unterstützung der terroristischen Vereinigung NSU dauern noch an. Das Netzwerk des NSU in Franken und anderswo. Im Prozess gegen Beate Zschäpe spielt es kaum eine Rolle, obwohl es starke Hinweise darauf gibt, dass es existiert hat. Das jedenfalls kritisiert Kerstin Köditz, die sich im Untersuchungsausschuss im Sächsischen Landtag intensiv mit den Terrorstrukturen der Neonazis befasst. Wenn man nur auf ein Trio schaut, das Netzwerk nicht im Auge hat, werden wir die wirklichen Zusammenhänge nie aufklären können. Im Frühjahr soll der NSU-Prozess enden. Noch hoffen die Angehörigen der Opfer, dass danach die möglichen Taten des NSU-Netzwerkes aufgeklärt werden.